Hallo Leute, das ist doch nochmal was anderes, als wenn ich auf TikTok rede. I guess ihr seid in meinem ersten Vlog meines Lebens gelandet auf YouTube. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Vloggen laufen wird und ob ich es wirklich am Ende hochladen werde und ob es cool ist und whatever. Ist vielleicht in meiner Beschreibung gelesen, ich werde meine ganze erste Woche für euch vloggen. Heute ist Sonntag und morgen fängt die Uni an, das erste Mal. Let's see. So Leute, ich muss mich da ein bisschen dran gewöhnen, jetzt so, keine Ahnung, quer zu vloggen mit meinem Handy. Mal gucken, wie YouTube ankommt. Vielleicht gibt es auch irgendwann eine Kamera. Ich treffe mich jetzt zum ersten Mal in Real Life mit einer Freundin von der Uni. Wir studieren genau das Gleiche. Und wir gehen jetzt einen Kaffee trinken und wir werden mal sehen, wie es wird. Ihr seid auf jeden Fall jetzt live dabei, wie eine erste Woche aussehen kann. Ich bin gespannt. Ich habe gar keine Erwartungen und auch keine Vorstellungen irgendwie. Deswegen... Let's do this. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. 'Cause you're not here. It's been way too long. Fucking late. Der Gedanke ist irgendwie schon richtig krass für mich, dass ich morgen Studentin bin? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bin übrigens ein bisschen krank, Leute. Kann sein, dass der ganze Vlog die Woche sich heiser anhören wird. Ich würde es jetzt nicht als Angst beschreiben, aber irgendwie habe ich mixed feelings, was morgen angeht. Morgen werde ich einfach um 8 Uhr in der Uni sein müssen. Heißt, das erste Mal seit 6 Monaten oder so wirklich um 6.30 Uhr oder so aufstehen und mich dafür fertig machen. Ich finde es irgendwie krass. So Leute, wir stehen jetzt hier gerade in meinem Kleiderschrank. Wir brauchen ein Outfit für gleich ins Restaurant. Ab nächste Woche werden wir unsere Umzugskartons packen. Ich glaube, die Klamotten mache ich zwar als letztes, weil wir bleiben ja noch 3 Wochen hier. Aber ja, ich habe einfach viel zu viele Jacken, Leute. Das sind alles Jacken. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. Been gone for way too long now. If I can lay down beside you, I would. Ich bin jetzt angezogen und ich habe was sehr, sehr Cooles an. Ich zeig's euch gleich. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, hi Leute, ich bin jetzt back von der Uni und wir waren Kaffee trinken, wie ihr gesehen habt, mit so ein paar Leuten aus meinem Studiengang und es war voll cool. Meine Stimme, Leute, ist bodenlos. Ja. Ich fahre jetzt gerade nach Hause und ich gehe gleich mit meinem Freund Couch gucken. Wir kaufen für die neue Wohnung ein neues Sofa. Genau. Wir brauchen halt auch Esszimmerstühle und mir gefällt der hier richtig gut. Aber mein Freund findet ihn mega unbequem. Sind auch nicht so bequem. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. So Leute, wir fahren jetzt gerade wieder nach Hause. Wir waren jetzt noch einkaufen, wie ihr gesehen habt, und in den Möbelhäusern. Wir haben aber leider keine coole Couch gefunden. Aber wir haben ja auch noch ein paar Wochen. Drei Wochen. Aber es wird schon. Wir finden schon was. Ich fahre jetzt nach Hause und esse Sushi. Good morning. So Leute, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich bin jetzt fertig gemacht. That's the outfit. Meine Bahn kommt in 10 Minuten. Das ist übrigens der beste Hack, Over-Ear-Kopfhörer als Ohrenwärmer zu tragen.
Es ist super. Hey Leute, oh, ich kann nicht mehr. Ich bin so durch gerade. Wir haben jetzt 3:30. Ich war jetzt von 10 bis jetzt auf dem Campustag bzw. unterwegs. Ich habe gerade meinen Freund beim Training abgesetzt und jetzt bin ich zu Hause. Und nachher gehe ich mit einer Freundin zur Kneipentour um 20 Uhr. Und ich wollte euch jetzt mal kurz zeigen, was wir so abgestaubt haben bei dem Campustag. Erstmal habe ich eine tolle Tüte mit meinem Namen gesprüht, aber ganz ehrlich, der Stand war cool. Also es ist voll kreativ, oder? Also das war mir fast am wichtigsten. Wir haben so, also ich habe mir so Fahrradsättelabdeckung mitgenommen, sogar zwei, falls ich eine verliere. Und irgendein Becher mit Kondomen drin und ganz wichtig, ein Flaschenöffner. Fand ich auch sehr cool. Braucht man immer irgendwie. Einen Schlüsselanhänger, den ich niemals in meinem Leben benutzen werde. Meine Jacke hängt. Let's talk about sex. Safe, oder? Wäre das cool? Wäre das so ein Ding? Wäre es ein Ding? Vielleicht. Maybe. Brötchen. Hallo. Schneidebrötchen brauchten wir sogar wirklich. Richtig gut. Dann gab es Nudeln. Warum nicht? Ein Kaffeebecher. Auch sehr, sehr cool, oder? Und der ist auch nicht mal hässlich. Also kann man machen, oder? Basilikum haben wir hier. Hallo, ich finde es voll süß. Und Zimt. Können wir in einer neuen Wohnung in unser Kräuterregal machen. Dann haben wir ein Feuerzeug. Kugelschreiber, Textmarker und einen tollen Becher, wo uns einmal alle Sexualitäten erklärt werden. Auch nicht schlecht, ne? Ja, das war's mit meinen Campus-Geschenken. Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, 3:30. Ich gehe jetzt hoch in die Wohnung. Leg mich aufs Ohr. Wirklich, ich bin richtig müde, ich bin auch richtig durch. Weil den ganzen Tag sozialisiert gewesen und rumgelaufen und keine Ahnung. Und dann hole ich nachher meinen Freund wieder vom Training ab, mach mich fertig und dann geht's mit einer Freundin auf eine Kneipentour. Naja, Leute, ich melde mich gleich wieder. Euer Zeichen nur für die ganzen tollen Campus-Tüten zu studieren. Bye bye, bis später. So Leute, wir haben 17.30 Uhr. Ich habe so 1,5 Stunden genappt und es tat so gut. I'm in the car now. Ich habe vergessen, euch mein Outfit zu zeigen, Leute. I'm so sorry. Mache ich gleich. Ich hol's meinen Freund ab vom Training und dann bringt er mich zu der Freundin und dann geht's auf die Kneipentour. Yay! Wir haben es 8 Uhr. Ich habe mich gestern Abend jetzt nicht mehr zu Wort gemeldet nach der Bar. Ich war so müde, kann ich das nicht vorstellen. Ich kann euch aber ein bisschen mal erzählen, wie das war. Es war eine Kneipentour. Aber meine Freundin und ich sind tatsächlich erst zum letzten Stop hingekommen. Also die haben so 4 Kneipen besucht. Wir waren dann erst beim letzten, weil wir ein bisschen später dazu gekommen sind. Aber war voll lustig. Also wir saßen, glaube ich, in der Bar 3-4 Stunden. Haben Margarita, ein Frozen Margarita getrunken. War wirklich ziemlich geil. Ich sehe so durch aus. Ich glaube, ich mache mir auch gleich irgendwie einen Sleek-Zopf oder so. Meine Haare sind ultra fettig. Ich werde mich jetzt anziehen und zeige euch gleich mein Outfit, wie immer. Und dann geht's ab, Leute. Ich bin jetzt von der Vorlesung zurück, also es war so eine Einführungsvorlesung. War ultra langweilig, hätte man sich sparen können, aber gut. Ich sitze zu Hause und ich räume jetzt gar nicht mehr die Wohnung auf, weil es sieht so schlimm aus, wirklich. Ich bin ultra durchgeschützt vom Fahrradfahren. Ich habe mich jetzt mal auf den Balkon gesetzt und wollte euch so einen Zwischenstand von der ersten Woche geben. Es ist wirklich euer Zeichen, fühlt euch nicht verpflichtet, auf so alle erste Veranstaltungen zu gehen. Ich habe das Gefühl, dass Studenten nur saufen, also nur. Ich meine, ich trinke auch zwischendurch Alkohol, mir macht das auch Spaß. Aber irgendwie ist es total schwierig, finde ich,
Leute kennenzulernen, wenn man nicht auf diese Kneipentouren und Clubveranstaltungen geht. Also was heißt schwierig? So safe, wenn man Leute anspricht und so und auch in den Veranstaltungen. Aber ja, ich war ja gestern auf der Kneipentour, das war auch sehr, sehr witzig, das war auch cool. Aber ich war jetzt auch nicht der Typ, der jetzt jeden Abend unterwegs ist die Woche. Das ist mir viel zu anstrengend. Ja, also ich mag es bis jetzt, ich fühle mich auch voll wohl. Und ich bin einfach gespannt, was jetzt noch kommt. So. Morgen ist die erste Einführungsveranstaltung so richtig in das Fach, in das eine. Also ich studiere zwei Fächer. Danach haben wir so eine Stadtrallye. Das finde ich zum Beispiel sehr cool. Da lernt man dann auch Leute kennen, aus dem Fach auch. Genau. Also ich mag es bis jetzt sehr gern. Ich fühle mich wohl und ich freue mich jetzt einfach wirklich voll auf die Uni-Zeit. Ich versuche mir das Ganze immer so ein bisschen zu romantisieren, indem ich dann mit Freundinnen zum Café gehe, mir ein schönes Käffchen hole, einen überteuerten Eislatte für 5 Euro oder so. Ja. Ich mag es sehr gerne und trotzdem enjoy ich aber auch mit meinem Freund in der ersten Woche Zweisamkeit kochen oder mit Freunden oder so. Ja, ich freue mich so sehr. Es sind nur noch 20 Tage, bis wir umziehen. Ich halte es hier kaum noch aus, also ich freue mich so sehr auf die neue Wohnung. Da kommt auf jeden Fall ein ganzes YouTube-Video darüber, über den Umzug. Genau. Leute, ihr wisst nicht, was gerade passiert ist, okay? Meine beste Freundin hat mich gerade angerufen. Sie ist gerade auf Sylt mit einer Freundin und sie kommt einfach, also die beiden kommen einfach morgen uns besuchen. Einfach komplett spontan, die fahren morgen halt von Sylt nach Rostock und wir gehen halt morgen auf die so dickste oder größte Studentenparty in Rostock jetzt in der ersten Woche, das die ist für Erstis. Und es ist so geil und am Freitag machen wir was richtig, richtig krasses. Ich freue mich so. Oh mein Gott. Leute, so random. Ich habe einfach vorgestern oder so beim Campustag bei so einer Umfrage bei Medizinerstand mitgemacht. So eine Schätzfrage und ich habe einfach gewonnen. Und ich stehe jetzt in so einem Club in Rostock dauerhaft auf der Gästeliste. Sowas pusht mein Ego. Wer mich nicht kennt, weiß nicht, dass ich eine absolute Meisterin im Schätzen bin. Und das pusht jedes Mal so krass mein Ego. Ich einfach gewonnen. Das war einfach nur für mein Ego jetzt wieder gut. Wir kochen jetzt. Schön aus dem Schlaf geworfen. Feierabend. Wir haben 7 Uhr. Aus dem Tiefschlaf. We got breakfast. So Leute, wir haben jetzt 11 Uhr und wir wischen gerade die ganze Wohnung, also alles. Von oben bis unten. Es dauert schon eine Stunde. Ich muss 2 Stunden zur Uni. Deswegen müssen wir es jetzt dranhalten. Und ich muss auch duschen. So Freunde, der Morgen war jetzt ultra produktiv. Wir haben 3 Stunden die komplette Wohnung geputzt und aufgeräumt. Und ich war schnell duschen, weil ich muss in einer Stunde zur Vorlesung. So Leute, ich bin jetzt ready to go. Ich musste mich so beeilen. Ich fahre jetzt zum Campus. Hi Leute, wir haben jetzt Freitag, wir haben 17.30 Uhr. Ich fange jetzt gleich, glaube ich, schon mal an, den Vlog zu schneiden. Der kommt ja am Sonntag online. Wir haben also heute noch den Abend zu vloggen und morgen den Tag. Ich wollte nur so fast zum Ende hin so ein kleines Feedback oder kleines Statement zu meinem Vlog machen. Ich glaube tatsächlich, dass ich das noch sehr üben muss. Ich glaube, es war zu viel, ja, ich mache jetzt das und das und dann habe ich aber zu wenig vom Tag gezeigt und habe immer nur diese Sequenzen reingeredet kurz. Aber ich finde das voll okay. Das ist mein erster Vlog in meinem ganzen Leben auf YouTube und wir haben Potenzial, um besser zu werden.
Und es wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen viel besser werden, ich werde es euch versprechen, weil wir einfach umziehen und ich glaube, da ist sehr, sehr cooler Content, der da reinkommt und die neue Wohnung mit euch flashen. Ich glaube, da mache ich auch noch Koch-Content mehr. Ich koche sehr gerne. Ja, jetzt warte ich gerade auf einen Freund, der besucht uns übers Wochenende. Mein Freund ist gerade beim Training, deswegen muss ich ihn empfangen. Und dann gehen wir später noch zum Abendessen. Ja, und morgen gehen wir dann ins Stadion, das Spiel von meinem Freund gucken und so. Dann nehme ich euch auch noch mit. Es hat gerade geklingelt. Dazu kommt aber ein separates Video, weil das eine Kooperation ist. Mit meiner Favorite Brand, Leute. Also mit meinem Lieblings-Online-Shop. Das kann ich euch jetzt noch nicht zeigen. Ich lade, glaube ich, ja, morgen, übermorgen lade ich ein Video dazu hoch. Hi Leute, wir sind jetzt zurück vom Spiel. Die Mannschaft von meinem Freund hat 1-0 gewonnen, wie ich schon gezeigt habe. Und ja, jetzt haben wir Essen bestellt. Ich habe vegane, also wir haben beim Burgerladen bestellt, ich habe vegane Nuggets und Pommes. Richtig gut. Und ich habe euch ja gerade was zu Zelpi erzählt, ich werde dazu TikToks posten. Ich kann euch schon mal einen Teaser geben, was ich mir aussuchen durfte. Also ich habe mir noch ein Outfit ausgesucht, aber guck mal. Von Zadig und Voltaire. Zappi ist ja aus Secondhand und ich finde es so schön, so ein kleines Portemonnaie. Heute Abend gehen wir in eine Bar und ja, da kommt ihr morgen um 11 Uhr online. Dann steht hier eine zukünftige YouTuberin vor euch. So Leute, das war auch der Vlog schon. Das ist einfach jetzt mein erstes YouTube-Video, was ihr jetzt gesehen habt. Schreibt mir bitte sehr, sehr gerne in den Kommentaren Feedback, also was euch gefehlt hat, was besser sein könnte, was euch gefallen hat, was euch interessieren würde an Videos, weil ich will nicht nur Vlogs posten. Ja, ich freue mich schon sehr doll über euer Feedback und eure Kommentare. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir folgen würdet und mich supporten würdet. Und dann schauen wir mal gemeinsam jetzt in Zukunft, wo die Reise hingeht. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Vlog verbesserungsfähig ist. Ich habe ein bisschen random manchmal die Tage beendet und angefangen. Und generell, wie schon 100 Mal gesagt, der Content wird in der neuen Wohnung cooler. Ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich schon aufs nächste Mal. Und ich freue mich jetzt aufs Hochladen morgen. Tschüss, tschüss.